Willkommen zurück alle zusammen, mein Name ist David, das ist Davids Minecraft Journey, Episode 44 und ich drehe den Anfang gerade zum zweiten Mal. Was heißt denn Anfang? Ich war schon bei 14, 15 Minuten Episodenzeit, dann erreichte meine neue Soundkarte meinen Platz und hört es euch selber an. Es ist einfach wunderbar, richtig wunderbar, hat lange genug gedauert. Bis ich überhaupt mal gecheckt habe, dass eine Soundkarte wichtig ist für den Sound. Aber jetzt können wir zum Glück endlich loslegen. Ich habe schon alles in den Taschen. Bin zwar beim letzten Mal noch ein paar Sachen durchgegangen, das werden wir jetzt gleich auch noch nachholen. Aber ja, endlich mal vernünftigen Sound. Ups, komm her hier. Das hat uns lang gefehlt. Haben wir noch irgendwas hier drin? Nee. Müsste gleich irgendwann auch Nacht sein, also bevor ich zum Ice Maker gehe, warte ich hier. Sieht schon nach Nacht aus. Und dann gehen wir erstmal das Feedback durch, was ich zum Ice Maker bekommen habe und was wir diese Folge mit ihm vorhaben. Menno, ich dachte es wäre Nacht. Aber ja, 1.3 steht vor der Tür, können wir wenigstens kurz darüber reden, bis es Nacht wird. Es gibt ein paar großartige Ankündigungen für Änderungen. Unter anderem zum Beispiel, Creeper werden gebufft, richtig gebufft. Momentan ist es ja so, ich stehe hier, Creeper hier. Selbst wenn er direkt vor meiner Nase explodiert, wenn ich volles Iron Gear habe, interessiert mich das kein Stückchen mehr. Mit 1.3 soll ich dann der Creeper wohl mit Full Iron Gear killen, wenn er direkt neben einem steht. Jedenfalls auf Schwierigkeitsstufe hart. Darauf freue ich mich. Dann noch weiter, Logs kann man jetzt, also diese direkten Baumblöcke, kann man jetzt drehen, dass das zum Beispiel auf die Seite gekippt ist, also dass man trotz allem hier diese Seitentextur sehen würde und die Kopf- und Fußtextur an den Seiten liegt und so weiter. Was gab es noch für großartige Änderungen, die sich vor kurzem eräußert haben bei Minecraft 1.3? Bin ich mir jetzt selbst gar nicht so sicher. Macht aber auch gar nichts. Schnell einsammeln. Das wird kurz laut, Leute, sorry. Ah. Platz. Ah, geht sogar von der Lautstärke her. Jedenfalls laut meinem Gefühl. Kann ja auch sein, dass ich mich jetzt mit der neuen Soundkarte total vertue. Naja, ich überlege, ob ich es noch schaffe, Montag oder Dienstag, vielleicht sogar Mittwoch, ein kleines Update-Video zu machen, wo ich zeige, was für Änderungen in 1.3 alles kommen werden. Oder die wichtigsten Änderungen auf jeden Fall, weil alle werde ich entweder nicht denken oder nachträglich vergessen. Aber lasst uns erstmal los Richtung Ice Maker. Okay, wir sind quasi da. Achso, die beiden Kühe waren so laut, hat mich schon gewundert. Und ich muss was essen. Und mein Mund ist auch ein bisschen trocken. Ich habe hier dieses kleine Hügelchen entfernt, logischerweise, damit das Eis hier langsam drüber gehen kann. Ich habe einen guten Spot in der Halle auch schon gefunden, und zwar da, wo unser Bett liegt, in diesem Geheimraum. Von da aus kann man schon mal AFK eideln und die Maschine ist noch drin. Von der Regenbogenfarm, die genau hinter diesem Stückchen Berg ist, ist man auch noch easy peasy drin. Das heißt, die zweite, die wir bauen, werden wir entweder hier bauen, da bin ich mir aber noch nicht sicher, wegen diesem Platz da, der müsste eventuell geterraformt werden, oder an der Stelle hinter diesem kleinen Stückchen da, wo ich es beim letzten Mal schon gezeigt hatte. Und ja, euer Feedback war halt, wieso nur eine Wasserquelle, nicht gleich zwei. Also, dass wir hier vorne zum Beispiel auf der anderen Seite noch einen hätten, oder direkt zwei immer nebeneinander. Oder alles aus Wasserblöcken, da gab es verschiedene Ansätze. Das waren erstmal Hauptkritikpunkt Nummer 1. Im Prinzip habt ihr es sau cool gefunden, bloß ihr sagt halt, mit einem Bud-Switch ist viel zu langsam. Schnell ist es nicht, aber ich gehe halt davon aus, dass ich nicht so frequent das eigentlich brauchen werde. Aber ihr habt trotzdem recht. Daran kann man was tweaken und ändern. Und ich habe gestern eigentlich schon, während des ersten Versuchs Episode 44 aufzudrehen, ziemlich viel Zeit damit verbracht, hier rumzufentern und zusätzliche Sachen auszuprobieren. Da werden wir auch gleich nochmal drüber gucken. Und ja, ich habe halt auch schon ein bisschen gecaved gehabt hier mit euch. Nicht lange, so 2-3 Minuten. Die Höhle ist auch noch nicht fertig encaved. Ah, da vorne ist tatsächlich was, wo wir on the fly lang gehen können. Bevor der Cut in die Testwelt kommt. Und ja, Platz hier. Habe ich überhaupt noch Space im Inventar? Ein bisschen. Ich hole mal besser, ich lege mal besser ein bisschen was ab, solange. Ja, in die Testwelt werden wir gleich auch gehen. Werden uns meine ersten Lösungsvorschläge... Oh, da oben habe ich es gerade gehört. Meine ersten Lösungsvorschläge angucken. Ich bin da ein bisschen hängen geblieben, habe dann gestern Abend noch weiter auf YouTube rumgegoogelt, wie andere Leute das gemacht haben. Ich habe eine Version gefunden, die werde ich eventuell übernehmen, 1:1. Das wollte ich hier oben noch gleich, ach, Inventar frei machen. Das sehen wir aber dann. Ups, weg, 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 weg. Wie viel Junk ich im Inventar habe. Toll, toll. Eine einzelne Torch. Ja. Ups, hier runter. Jetzt haben wir sogar noch wieder unsere 2 Minuten Caving. Wie gesagt, viel Caving möchte ich allgemein in der Regel so oder so nicht zeigen, da es nicht die spannendste Aufgabe ist. Vor allen Dingen nicht so weit, wie ich im Game bin. Okay. Und ja, der zweite große Kritikpunkt, den ihr mir da gegeben habt... Oh, ich habe meine Fortune Pick in der Hand. Gut, dass ich das merke. Den zweiten großen Kritikpunkt, den ihr mir gegeben habt, war eindeutig zu sagen, hey, das Ding ist unterirdisch viel besser aufgehoben, weil es hässlich wie die Nacht ist. Was ist hier eigentlich? Und ja, ich wollte zwar noch eine Verkleidung und so drum setzen, aber ich weiß auch nicht... Hey, hallo. Ich weiß auch nicht so genau, wie ich das machen soll. Oder wie es am schickesten aussieht. Das Problem ist halt, dass alles so eng da aneinander hängt. Oh, hier ist noch richtig viel, komplett unerforscht. Und ein Dungeon. Und ein Dungeon. 10 Euro, dass es ein Zombie-Dungeon ist, wie immer. Uah, ne, Spider-Dungeon. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ah, nur Blödsinn. Aber die Eimer können wir trotzdem mitnehmen und den Sattel. Gut. Oh, ne, dafür ist die andere Pick besser. Ich sammle eben den Rest Mossys Cobblestone hier ein und dann sehen wir uns in der Testwelt wieder und gehen durch, wie wir das heute in der Episode machen werden. Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Ein Zombie-Dungeon. Ist ja nicht so, als ob ich noch nie eins gefunden hätte. Ah, der ewige Fluch meines Seins. Zombie-Dungeons. Egal. Oh, Golden Record. Nice. Ich glaube, das ist sogar mein erster Record, den ich jemals in einem Dungeon gefunden habe. Das Brot können wir mitnehmen. Der Rest ist Junk. Gucken wir mal, was wir in der anderen Truhe haben. Iron und noch mehr Cocoa Beans. Ja. Kann sein, dass noch ein Update kommt, was ich hier so finde, bevor ich zur Testwelt umlogge. Ansonsten, bis gleich. So. Ups. Da redet man die ganze Zeit und kriegt einfach nicht mit. Ah, wo bin ich denn? Oh. Das war aber nah dran. Kriegt man einfach nicht mit, dass man Räuspern im Hals hat. Gut, bevor ich nämlich zur Testwelt gehe, ich habe noch insgesamt 20, 25 Minuten da verbracht. Gehen wir mal durch, was wir insgesamt bekommen haben. Bei der ersten Aufnahme von Episode 44 habe ich schon mal grob 1 Stack Iron dazu bekommen. Also müssen wir insgesamt mit 1, 2, jetzt der vom ersten Mal 3 1/3 Stacks grob, 12 Gold, grob 1,5 Stacks Redstone, fast 2 Stacks Mossy Stone, eine Golden Record, 3 Kakaobohnen, 4 Iron Ingots und das war's. Gut, ich bringe den Kram bei uns zurück ins Lager und dann, was mache ich denn dann? Dann sehen wir uns in der Testwelt wieder. So, willkommen in der Testwelt. Hier haben wir jetzt das, was ich beim letzten Mal ja schon gezeigt habe, was mein Prototyp dazu war. Und ja, jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die ich vorgetüftelt habe. Ich hatte es einmal hiermit versucht, was 2 Quellen benutzt, und zwar diese Quelle und diese Quelle. Also das hier ist ein Bud-Switch und darunter sehen wir auch noch ein Bud-Switch. Das hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Also gar nicht. Dann bin ich als nächstes rübergegangen und habe etwas gemacht, was halbwegs klappte, wie man hieran schon sehen kann. Denn das war ursprünglich, machen wir das hier mal kaputt und packen wir es dahin. Das war ursprünglich an der Stelle. Wenn das Wasser hier gefroren ist, wurde es hochgepusht, 1 weiter nach vorne. Und sollte hier eigentlich von den Sticky Pistons aufgenommen werden. Aber es gab ein Problem, dass sich das Ding immer zu einer Clock entwickelt hat. Ihr seht ja, dass die beiden Bud-Switches hier nebeneinander liegen. Und ich kein richtiges Timing hinbekommen habe und selbst dann hätten wir zwar den größten Teil der Verkabelung unter Wasser, so ein Blödsinn, unter Land, aber wir haben trotzdem noch nicht den Platz, den wir brauchen. Dann habe ich weiter ausprobiert und ja, rein theoretisch würde es hier mit halbwegs gehen. Klingt auch gut. Dann hätten wir an der Oberfläche diese Löcher, diese Löcher, da will ich nicht dran, und diese Löcher, und dann hätten wir das Teil genauso, also wir könnten das auf die Höhe machen und dann von da aus irgendwas setzen, aber das klappte auch nicht, also für den Fall der Fälle, dass das nicht gehen sollte, was ich mir gedacht habe, wie ihr seht, habe ich hier keinen Platz in der Mitte zur Verkabelung, sondern hier hinten genauso wenig, sondern nur diese Ecke, und diese Ecke, werde ich eventuell halt wirklich das Teil unterirdisch bauen, da ich an der Oberfläche sonst einen riesen Kasten hinsetzen müsste. Und ja, all diese Versuche hier waren mit zwei Quellen. Wie ihr das hier kennt, ja wieder, das ist der Standardpart da hinten. Bloß das Ganze einfach spiegelsymmetrisch spiegelt. Und ich denke, selbst das wird uns nicht zur Lösung führen, sondern eher sowas in der Richtung, wo wir wirklich zwei Wasserquellen direkt aneinander haben. Bloß sind mir dafür die Ideen ausgegangen und ich werde jetzt mal einen Mockup bauen von dem, was ich online gesehen habe, als ich mich darüber recherchiert habe, und euch zeigen, wie das aussieht und funktioniert. Okay, mir kam gerade noch on the fly eine Idee. Und zwar habe ich hier Oldschool Bud-Switches eingebaut. Und zwar Wasserdetektor und perfektes Timing. Und tada, so funktioniert das Ganze. Das wäre noch möglich, dass wir das unterirdisch machen und dann ein Block in die Richtung, ein Block in die Richtung oder ähnliches. Ich denke, das System ist nicht das schlechteste, aber ich will erst nochmal das ausprobieren, von dem ich erzählt habe auf YouTube, bevor wir weitermachen. Und das heißt, das war es erstmal mit der Testwelt und den Rest machen wir in der normalen Welt. Okay, das hat viel, viel länger gedauert, als ich zugeben möchte. Aber ich habe das YouTube-Ding endlich zum Laufen gebracht und meine eigene Arroganz war fast mein Untergang. Und zwar, bevor ich irgendwas erkläre, wurde mir gesagt im Video, dass wir an der Stelle 1, 2 Torches brauchen. Und ich dachte mir, eine reicht, nimmst einen extra Repeater-Tick, dann klappt das schon. Aber dadurch klappte es nicht. Nur diese eine Sache. So, wir sind jetzt hier drunter und wir stellen uns vor, dass diese Dirt-Blöcke gleich auch... Oh, da ist besser. Oh, da kam schon. Stellen uns vor, dass die Dirt-Blöcke Eisblöcke sind. Das System kann natürlich verlängert werden, wie es will. Und so sieht es im Prinzip aus, wenn ein Eisblock spawnt. An jeden dieser Stellen würde sowas kommen. Wupp, können wir mal rausmachen. Würde dann halt wunderbar funktionieren, wie wir hier sehen. Und wir hätten den ganzen Kram unterirdisch abgesegnet. Das heißt, wir bräuchten oberirdisch im Prinzip nur diesen Platz hier frei und das Teil dahinter, was ja auch nicht so schwierig in der Landschaft zu verstecken ist. Und dann führt das ganze Teil nach unten. Und ich denke, das werde ich auch machen. Damit werden wir diese Episode dann jetzt anfangen und den ganzen Kram fortführen. Bloß werde ich halt die Position hierhin irgendwo verschieben, so dass ich 12 lang bin statt wieder 3. Und ja, all diese 12 natürlich im Tigerbiom sind. Aber gehen wir dann erstmal Schritt für Schritt gleich den Kram durch. Also das wird ein paar mehr Pistons kosten, als ich eigentlich wollte, aber wen interessiert denn das? Ich räume den Kram hier eben auf. Ne, ich glaube, ich lasse den Kram hier liegen. Gehe aber eben schnell pennen, da ich sehe, dass es fast Nacht ist. Und gehe mit... Ey, und gehe mit euch Schritt für Schritt durch, wie wir das Teil machen. Denn wir müssen ja am Ende noch... Oh, erstmal Motorrad draußen. Wir müssen am Ende ja das Teil noch in eine Blockform bekommen. Wenn wir das machen... Tada, sehen wir dann. Aber jetzt schnell los, bevor die bösen Buben kommen. Gut, diesmal habe ich mir schon mal ein Bett hier hingestellt, damit ich nicht immer bis nach da hinten oder da vorne zurücklaufen muss. Und ja, ein bisschen ausgemessen habe ich schon und getestet. Und hey, das Ding läuft Bombe. Habe ich schon mal ein bisschen Platz gemacht. Wieso laufen die anderen eigentlich nicht Bombe? So viel Pech immer. Oder ist da was drüber? Naja, egal. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier, wie wir oben rechts sehen. Hier ist Tiger. Hier wäre auch noch Tiger. Aber hier Extreme Hills. Das heißt, ich habe hier von hier bis nach vorne 13 Blöcke frei. Und von hier bis zu dem anderen Kobbel sind es 12. Zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Soweit funktioniert das Ganze. Und das werden unsere... jetzt kann ich die den F3-Kram auch mal ausmachen. Und tja, jetzt werde ich mir noch die Höhe zurechtmalen. Also gucken, wie ich das am besten verbuddelt kriege. Dann werde ich hier den Anfang machen, denn ich stelle mir dann ungefähr so vor, dass dieses Teil zwar von der Längsseite logischerweise so liegt, dass man von hier oder so ähnlich, sagen wir einfach mal hier, so einen Eingang hätte, wo man runtergehen kann. Hier nur so ein bisschen sieht, weil was wir auf jeden Fall halt offen lassen müssen, das ist diese Reihe. Und das hier können wir zwar verdecken, also das hier könnten wir nicht mal verdecken, aber den Rest hier dahinter können wir verdecken und unsichtbar machen, dass wir nicht mehr so ein hässliches Ding haben und allgemein darüber auch einen Kasten setzen. Gut. Ich rück jetzt hier aus, bereite den Kram vor, habe schon mal einen weiteren Stack Pistons gemacht und die Hälfte dazu zu Sticky Pistons. Also hier läuft das Wasser lang. War das so? Ja. Und übrigens nur 12 Blöcke breit, weil Pistons nur 12 Blöcke weit. Ne, gar nicht wahr. Es muss eins weiter zurück. 12 Blöcke breit, weil Pistons nur 12 Blöcke bewegen können. Oh. Das Ding wird dann jetzt zwar aufwendiger. Oh Mann, was mache ich denn da? Wenigstens habe ich dafür an der Stelle Boden. Das Ding wird dann zwar weitaus aufwendiger als... Zapp, und komm her. Als das, was wir beim letzten Mal gebaut haben. Dafür wird es auch viel mehr können und viel schneller sein. Wie sieht denn das hier unten so aus? Gut. So, das ist Schritt 1, was man macht. Schritt 2 können wir auch noch zusammen machen. Schaffen wir schnell. Zapp, sogar noch bevor Nacht anfängt, sollten wir das schaffen. Zapp, zapp und zapp. Jep, wunderschön. Und darunter kommen jetzt normale Pistons. Jetzt brauche ich aber erstmal hier ein bisschen Platz. Zack, 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 zack. Wieso? Mach doch mal Platz da. Und so. So. Gucken wir mal. Das geht runter. Das heißt, wir brauchen hier den Platz und ich gebe einen Pen, bevor mich böse Überraschungen erwarten. Oh, da geht draußen aber der Lärm los. Was ist denn da wieder? Was ist denn da wieder? Hö? Total verlaufen. Meine Güte, kann ja nicht sein, sowas. Gut, wozu ich beim letzten Mal nicht kam. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen bauen, dann erklären. Dann kann ich nämlich nebenbei über Ultra Hardcore reden. Darüber hatte ich... dazu hatte ich ein Meeting mit Olli vor 2-3 Tagen. Hatte ich eigentlich beim ersten Mal aufnehmen dieser Episode schon erzählt. Ich glaube, ich mache hiervon noch einen halben Stack. So. Und ja. Wir haben uns auf ein paar Sachen festgelegt. Entweder werden es 7, 8 oder 9 Spieler, die insgesamt mitmachen. Ne, 8, 9 oder 10. So rum war richtig. So. Ah ja, hier muss logischerweise auch... Das Ganze ist davon abhängig, wie meine Laune ist, denn ich möchte die Verteilung so wie folgt machen. 3 Leute vom Team, davon ist einer Olli, einer bin ich und ein dritter, das wird noch entschieden. Kann man jetzt noch nicht genau sagen, je nachdem wer Lust hat und wer Zeit hat, auch noch obendrein. Stehen auf jeden Fall mehrere zur Auswahl. Wie ging es weiter? Ja. So. Machen wir mal so und dann sind wir mit den Blöcken fast durch, die wir haben. Das heißt, ich muss gleich eben neue holen. So rum ist richtig. Gut, da vorne Platz. Und ja, das ist nämlich... fuck. Ich gehe eben neue Blöcke holen. Gut. Neue Steine habe ich da. Ja, machen wir einfach mal weiter. Während wir hier rumfentern. Wie gesagt, so, ich sag's jetzt bestimmt schon zum 3. Mal, aber auch egal. Der Baum hier muss erstmal weg. Was wichtig ist, halt fürs Aufnehmen. Ne, das wollte ich gar nicht sagen. Ach so. Ja, da ist man mal 30 Sekunden weg und schon weiß man nicht mehr, wo man im Kopf war. Gib den Block her. Wovon war ich am Reden, bevor ich weggegangen bin? Ah ja, Anzahl der Leute. Das war das Interessante. Blöd. Zapplings. 3 aus dem Team, habe ich ja schon gesagt, wie es läuft. Genannt, wie es läuft. Dann 3, 4 oder 5 Viewer. Und das ist halt nämlich jetzt wichtig, weswegen ich nicht weiß, ob es insgesamt 8, 9 oder 10 werden. Denn ein Spot für die Viewer soll 100%ig an... kann ich eigentlich schon mal anfangen hier. Ein Spot soll 100%ig vergeben werden an einen unserer Servermitglieder. Aus dem einfachen Grund, da wir da eine PvP-Arena haben und die Leute sich schon untereinander kennen. Und die Leute, die die PvP-Arena da machen, denen möchte ich halt ein bisschen Credit im Prinzip schenken. Ja, das Wasser machen wir besser später. Und die Abdeckung. Dafür, dass sie so viel mit dem Server machen und für die Community bei uns im Forum das Ganze aktiv halten. Das heißt, 2 werden randommäßig ausgewählt und einer vom Server. Ich glaube, so sollte das gehen, ja? Ja. Ich denke schon. Ups, ups. Machen wir mal ein bisschen Ingame-Musik an, wo wir vorhin doch was gefunden haben. Einfach nur, um ein bisschen mehr Spaß nebenbei zu haben. Wie machen wir das jetzt am besten? Oder wie war das noch gleich? Ich glaube, hier kam einer dran. Kommt hier nämlich eine Torch dran. Die hier vorne powern wird. So sollte das gehen. Oh, das war der einzige Block, den ich nicht wegmachen wollte. Trotzdem mache ich ihn weg. So. Und direkt mal anfangen, das Inventar richtig zu sortieren. Bevor ihr wieder ausflippt. Was ich aber allerdings verstehen kann. Gut, Platz da. So, wie war das jetzt hier? Das jetzt wird es auch für mich komplizierter, aber das schaffen wir schon. Und als letzten Teilnehmer, so ist richtiger. Ach, schnell wieder hier einen neuen Platz machen. So, da muss ein Sticky Piston hin. Oder muss meiner Erinnerung nach. Die letzten beiden Plätze werden für andere Let's Player verteilt, so dachte ich mir das. Perfekt, steht sogar auf Smooth Town, aber ich will's hier drauf haben. Ist ziemlich creepy Musik, oder? Ja, zwei weitere Let's Player. Verdammt, ich brauche neue Repeater. Ja, da seid ihr halt gefragt, welche ihr da gerne sehen würdet. Ich denke nicht, dass die Großen mit mir mitmachen würden, also die ganz Großen. Sowas wie Gronkh oder keine Ahnung. Aber es gibt bestimmt ein paar kleinere, die sagen, hey, darauf hätte ich Bock. Die nicht einfach nur denken, ich will den Viewer abziehen. So stimmt das zwar nicht. Ja. Wieso habe ich den Block da rausgetan? So. Hier drunter brauchen wir Platz. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Machen wir einfach mal jetzt. Die creepy Musik läuft immer noch. Ja, so. Machen wir mal hier eine Reihe lang. Ja, muss bis nach da vorne. Normale Pistons, wie viele haben wir noch? 64 Stück. Also mit dem Teil werden wir heute aber nicht fertig, denke ich. Ich werde aber in der Video-Description auf YouTube dranhängen, das Originalvideo dranhängen, wonach ich es gebaut habe. Was mache ich da? Wieso mache ich das? Das muss alles hier hin. Aber ich muss ja auch raus. So. Oh. Und enchanten muss ich auch noch bald wieder. So, komm her. Wie wir hören davon, das Teil läuft richtig anständig. Wir gucken am Ende der Episode natürlich auch nochmal, wie gut unser Teil hier läuft. Gut, das hier ist jetzt ausgefahren. Aber wir wollen den Part hier hinten auch noch haben. Also machen wir Folgendes. Wir müssen hier drankommen via 2 Torches. Also hier kommt die eine Torch drauf. Wieso habe ich denn schon wieder einen Platz weggemacht? So, hier kommt die eine Torch drauf. Und die andere kommt hier drunter und disabled währenddessen. Oh, du bist eingefahren. Und disabled währenddessen. Und dann die andere. Wie, es ist keine Nacht. Sieht für mich ziemlich nach Nacht aus. Aber es ist noch kein Mond da, doch. Gut. Und ja, wir sehen schon, wie groß das hier von der Farbgestaltung wird. Wie groß das hier von dem sichtbaren Bereich wird. Der Bereich nur bleibt sichtbar. Das hier kommt natürlich weg. Das lasse ich jetzt nur hier stehen, damit ich selbst referieren kann, was ich gemacht habe. Gut, die Torch ist jetzt hierdurch disabled. Und wir müssen jetzt irgendwie... Gucken wir mal, wie wir das machen. Ja, müssen wir hier hoch. So geht's nur. Wir müssen jetzt diese Torch disablen. Aber bevor wir das machen, werden wir hier... Wire langlaufen lassen. Es tut mir leid, Leute, ich brauche nochmal Blöcke. Hier kommt ein Block drauf. Und zack. Tada. Jetzt müsste das Teil eigentlich bereits laufen, wenn ich mich nicht täusche. Gucken wir mal. Wasserupdate sollte eigentlich dafür sorgen. Ja, genau. Dass da irgendwas Funkiges passiert. Hier ein tiefes Wasser, ja. Auf der anderen Seite in der Ecke auch. Wir dürfen gleich nicht vergessen, das Wasser abzudecken. Und jetzt haben wir die dritte Wasserquelle. So, awesome. Oh, dieses Rumgeklacker. Ich rede einfach mal so lange lauter. Könntest du bitte... So, jetzt sollte es... Sich von komplett alleine zu machen? Ne, noch nicht ganz. So, jetzt aber. Immer noch nicht. Bitte, komm schon. So. Oh, da war schon der erste, der direkt eingezogen wurde. So schnell wollte ich eigentlich gar nicht, dass das passiert. Verdammt. Ja, denn ich muss hier noch Platz machen. Oh. Aber das Teil funktioniert direkt, wie wir gesehen haben. Ja, super. Das wird jetzt noch ein bisschen Fiddlearbeit. Ich mache mal hier mal ein bisschen schneller. Gut, ich habe jetzt hier Platz gemacht. Ja, so, ich bin fast fertig mit Platz machen, sagen wir es so. Und das Teil funktioniert lächerlich gut. Also ich kann gar nicht sagen, wie gut das funktioniert. Wie wir hier ran sehen, nanu. Wieso ist... Ach, hier war einfach nur noch keiner. Ich Idiot. Ja. Ich habe jetzt nochmal währenddessen drüber nachdenken können. Und ich denke, wenn das hier fertig ist, also so, das Konstrukt braucht ja noch ein bisschen. Hi. Maschine mit Geräuschen. Werden wir das Gerät da vorne hin kopieren. Ach man, jetzt wieder das Problem mit der Nacht. Komm schon, sieh zu, Nacht. Ja doch, sieh zu, Nacht. Komm, komm. This bed is occupied. Ja. Sieh zu, dann machen wir die Abschlussbesprechung. Und das Teil kriegen wir, wie gesagt, nicht fertig. Und zwar möchte ich das Ding dann hier kopieren, aber das so 7, 8 Blöcke unterhalb der Erdoberfläche, dass man halt später am Himmel nur noch... Am Himmel, an der Oberfläche nur noch einen Ring sieht. Und das ist der Ring... Den umzäunen wir noch, wo wir dann auch noch draufschreiben können, ja, ewiges Loch oder sonst was. Hey, wieso reagierst du da nicht geil? Kein Wunder, dass da nichts war. Wahrscheinlich ist er gefroren, bevor der Bud-Switch fertig war. Gut. Ja, das werden wir dann weiterhin machen. Also nächste Episode werden wir das Teil hier komplettieren. Das hat mehr Arbeit gebraucht, als ich dachte, sonst wären wir diese Episode bereits damit fertig geworden. Geh da rein. Und ja, ich denke, ich werde dieses Design behalten, auch wenn es nicht mein eigenes ist, aber muss ja nicht immer das eigene sein. Das finde ich sehr okay. Und damit meine ich sehr gut. Was dann passieren wird, dass hier überall Bud-Switches hinkommen. So ähnlich wie bei dem Lichtsensor. Und solange auch nur einer dieser Bud-Switches nicht ausgelöst wurden, passiert nichts. Und sobald alle ausgelöst werden... wird dann die komplette Reihe hochgepusht. Ja, ich denke... hoch? Hoch würde erst ab hier gehen. Runter. Wird runter gepusht. Ja, das würde auch optimal sein. Auch super leicht zu verkabeln. Gut. Eine Sache machen wir noch. Wir werden jetzt das letzte Diamond-Item erstmal enchanten, das wir noch nicht enchantet haben. So viel Zeit nehme ich mir in dieser Episode noch. Und ja, wie gesagt, jetzt wo endlich alle Probleme beseitigt sind, sollte wieder der regelmäßige Content von mir kommen. 2 bis 3 Folgen die Woche. Also 3, wenn es nur vorher 2 Kurzfolgen waren, sprich zwischen 20 und 30 Minuten. Und 2, wenn wir eine lange haben, die so um die 40 Minuten geht und eine normale zwischen 20 und 30 Minuten. Gut, das kann ich erstmal so stehen lassen. Ich räume mein Inventar auf, esse endlich was und wir sehen uns bei Level 50 im End wieder. Also bis gleich. Na gut, hier haben wir die 50. Das war nicht im End, da ich die Legends vergessen habe. Aber 50 ist 50. Und was ist unser letztes Diamond Gear Teil? Protection 4, sehr gut. Protection 4, Protection 4, Protection 4, Respiration 3. Nur auf dem Helm fehlt quasi Protection. Ansonsten sind wir sehr gut ausgerüstet. Und ja, was ich euch noch einmal zeigen wollte. Wupp. Ich habe nie drüber nachgedacht, warum hier nie wirklich Stimmung aufkam mit diesem Bodenleuchten. Aber es ist viel besser, wenn man es auf Moody hat. Nur so ganz nebenbei. Das Ding hat bis jetzt auch erst einmal funktioniert. Da muss ich mich mal drum kümmern. Mit einem T-Flip-Flop. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, und eine Sache fiel mir noch ein, oder über eine Sache habe ich mich noch anders entschieden. Über den zweiten Ice Maker, den ich gerade baue, den wir nächste Episode dann komplettieren. Den werde ich jetzt schon so nach unten verrücken, dass er unterm Boden nicht mehr sichtbar ist. Und dass man quasi nur noch hinterher so eine Grube hat, aus der man... Ne, dass man einen Raum hat, in den man reingeht, der komplett gefüllt ist mit Eis. Da wir ja von oben nach unten pushen werden. Und ja, dann hätten wir alles geregelt, dann sind wir nach der nächsten Episode auch mit dem Projekt durch und 1.3 steht dann eh vor unserer Türe, was heißt, wir werden bald die Kaktusfarm hier noch bauen, etc., aber wie wir was wann machen, bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Das sehen wir dann, muss ja auch noch das Update-Video hinkriegen, ach, hatte ich noch gar nicht von erzählt, doch hatte ich von erzählt, gut. Dann danke ich euch allen fürs Zuschauen, wie immer. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder, wo wir den Ice Maker beenden werden. Und zwar dann halt auch in einer schicken, stabilen Mehrfach-Variante, so wie sie da ist. Dazu brauche ich aber natürlich noch ein bisschen Vorbereitungszeit, um das Ganze gescheit zu entwerfen. Okay, einen schönen Rest, warmen Tag wahrscheinlich noch für euch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.